Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Wie gesagt, geht jetzt hier straff weiter. Eigentlich wollten wir hier zu viert sitzen. Sie sehen schon, wir sind nur zu dritt. Leider Akin Emanuel Schiephal, der Dramatiker, der hier mitdiskutieren wollte, Mülheim-Debütant dieses Jahr, ist leider kurzfristig erkrankt. Jetzt diskutieren wir zu dritt. Auch schön. Ich stelle ganz kurz die Gesprächsteilnehmer vor: Oliver Bukowski und Bernd Isele. Oliver Bukowski, 1961 in Cottbus geboren, hat zunächst Philosophie studiert und hat sich auch im Rahmen eines Promotionsstipendiums mit Medienwirkungsforschung beschäftigt. Also insofern auch von dieser Seite aus prädestiniert eigentlich für Medialität im Drama, aber natürlich vor allem auch als Autor. Er ist Dramatiker, vielfach gespielt vom DT Berlin über Dresden bis nach Cottbus. Da war jetzt gerade seine jüngste Uraufführung, Der Sohn, mehrfach für den Mülheimer Dramatikpreis, wie er jetzt geschlechtsneutral heißt, nominiert. Und ist auch eigentlich seit 99 oder fast durchgängig Dozent für szenisches Schreiben. Erst an der UdK in Berlin viele Jahre, jetzt an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Genau. Und Bernd Isele hat Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte studiert, war zuerst auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und ist seit 2006 als Dramaturg tätig, tatsächlich auch mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Dramatik. Seit 2018, also nach Station in Luzern und Stuttgart, seit 2018 am DT hier in Berlin. Hat da Gegenwartsdramatiker von Ferdinand Schmalz über Moritz Rinke bis zu René Polesch betreut, also auch eine sehr, sehr breite ästhetische Streuung sozusagen. Und vor allem ist er auch für die AutorInnen-Theatertage zuständig. Das heißt, Bernd Isele fährt sehr viel rum, liest sowieso als Dramaturg viel und hat deshalb auch die Szene sehr, sehr gut im Blick. Ja. Mal sehen, ne? Ja. Ja, unser Panel heißt das Neue Erzählen mit Fragezeichen und ich gebe das gleich mal weiter. Bernd, wie gesagt, verantwortlich für die AutorInnen-Theatertage. Was würdest du sagen beim Reisen, beim Lesen? Hast du was Neues entdeckt? Also ich würde erst mal sagen, dass wir uns eine wahnsinnig schwierige Frage vorgenommen haben, weil man so, weil es immer schwer ist, so über Trends zu reden, ne? Trends sind ja, sind so sehr, sind leise Rotverschiebungen auf so einem Feld, was erstens sehr groß ist und zweitens auch relativ kleinteilig ist. Also bei so einem Festival wie den AutorInnen-Theatertagen entsteht jetzt in den nächsten Monaten, wenn so die Spielzeithefte oder die Spielzeitpläne der deutschen, österreichischen, Schweizer Stadt- und Staatstheater so langsam erkennbar werden, entstehen Listen von möglichen Sichtungskandidatinnen und Kandidaten. Da stehen weit über 100 Uraufführungen drauf und da sind aber natürlich, da sind breite Felder dann noch gar nicht bewirtschaftet. Also das Feld des Boulevard zum Beispiel, von dem wir jetzt gerade erfahren haben, oder auch freie Produktionszentren, die ja in anderen Zyklen eben vorankündigen, all das ist dort noch gar nicht inkludiert. Dann gibt es einen Wettbewerb bei den Autorinnen-Theatertagen, da gibt es so um die 200 Einsendungen Jahr für Jahr. Auch das ist aber nur ein Bruchteil eines Feldes, was tatsächlich groß ist. Und in diesem deutschsprachigen Uraufführungsfeld jetzt so nach Trends zu suchen, ist deshalb kompliziert, weil man natürlich für jede These, die man so aufstellt, auch sofort eine Gegenthese findet in diesem Feld. Trotzdem glaube ich schon, dass es sowas gibt. Also wenn man mal so ausgeht vom postdramatischen Schreiben und so fragt, ob sich da was ändert oder ob sich da sowas einschleicht in diesen Trend, glaube ich schon, dass es eine Generation von Dramatikerinnen und Dramatikern gibt, die anders auf das Schreiben wieder gucken. Also es gibt nach wie vor natürlich postdramatisches Schreiben, auch sehr erfolgreiches postdramatisches Schreiben. Siehe Elfriede Jelinek Genau, jetzt von zum Seiten der Beispiel oder großen Protagonistin, Elfriede Jelinek, René Polesch und so weiter und so fort, aber eben auch
in der Nachfolge, also mit Thomas Köck zum Beispiel oder mit Autorinnen aus Österreich, wo Elfriede Jelinek eigentlich bis heute sehr, sehr stilbildend ist, auch in ihren Schreibkonzepten. Das gibt es alles weiterhin und daneben gibt es eine andere, vielleicht jüngere Generation, also mit Protagonistinnen zum Beispiel wie Karen Jess oder Svenja Viola Brunngarten oder Nele Stuhler oder Milena Michalek oder aus UdK-Nähe vielleicht Sarah Kilter oder Dorian Bruns oder so. Das sind jüngere Autorinnen, die ein bisschen anders schreiben, wo sich so andere Trends ablesen lassen. Ich glaube nur, dass man sehr genau sein muss, weil ich nicht glaube, dass es eine Bewegung gibt, die so vom Well-Made in die Postdramatik geht und dann wieder zurück dorthin, wo es angefangen hat. Das glaube ich nicht. Es ist eine Bewegung, die nach vorne geht, die nur andere Strategien erfindet für Schwierigkeiten, die aber auf die schon die Postdramatik reagieren musste und auch reagiert hat und so. Und ich glaube, wenn man so nach diesen Strategien, nach diesen Schreibstrategien sucht, dann hat man, genau, gibt es so eine gewisse Chance in diesem schwer zu überblickenden Feld, sowas wie Trends zu entdecken im Hinblick auf die Dramatik nach der Postdramatik oder so. Also erstmal die generelle These, es gibt eine Entwicklung nach der Postdramatik, also es gibt da einen Trend. So, das würde ich gerne spezifizieren, aber erstmal dich, Oliver, fragen, weil du ja eigentlich Dramatik im Entstehen schon, also lange vor uns beiden, schon mitbekommst, nämlich eben als Lehrender und als Dozent. Was beobachtest du denn? Wie gesagt, du bist seit 1999 tatsächlich als Dozent tätig, hast also eine unglaublich lange Spanne mitbekommen. Merkst du denn, dass sich was verändert im Schreiben der Studierenden? Ja, es sieht gut aus. Also, das ist doch schon mal sehr gut. Also man hat natürlich wieder die Anfängerfehler, die man immer macht und die man vielleicht auch ein ganzes Schreiberling-Leben lang macht. Also dass man auf der einen Seite das zusammengelesen oder zusammen erfahrene Wissen auf die Bühne stemmen will und dann mal in 2,5 Stunden der Welt erklären will, woran also seit 2.500 Jahren die Philosophen gescheitert sind, mal kurz zu erzählen, wie die Welt zusammengehalten ist. Also dieser inhaltliche Großaspekt und das andere ist dann natürlich, dass man unsterblich werden will und dann also genau die Form sucht, die also unverwechselbar ist. Das also ist absolut Besondere und sowas. Aber da gibt es also diese einerseits also diese inhaltliche Hybris und andererseits also dieses Suchen nach der Marke, ne? Also so. Das sind aber die Anfänge und es ist schön jetzt zu sehen, dass die ganz junge Generation von den Namen, die noch kommen, die ich jetzt also so gerade habe, und da finde ich, dass man in sehr selbstbewusster und entspannter Art und Weise mit diesen Formen umgeht und dass man sich gegenseitig auch korrigiert. Es ist also nicht mehr so, dass man also jetzt entweder oder versucht also jetzt dann sehr, sehr einzeln zu sein oder am Reißbrett eine neue Sprache erfindet und dann also jeden Tag sich zitieren muss, um dann irgendwann dann doch vor Langeweile zu gähnen vor dem eigenen Schreiben, sondern dass man tatsächlich also so Form Follows Function versucht, also was ist jetzt wirklich der Gegenstand und was brauche ich dazu. Und jetzt hat man also jetzt dank der Postdramatik und in vielen Jahren eine ziemlich breite Klaviatur an Mitteln. Und da probiert man sich aus, und zwar das, was passt. Und es ist eigentlich, wenn ich dann anfange, mit Postdramatik zu reden oder irgendwas dazu erklären, dann klinge ich wie so ein, als wenn ich Boomer-Worte sage, ne? Also als wenn ich so irgendwas Fossiles da von mir gebe, weil das ist ihnen eigentlich egal. Das heißt also, man sucht es aus, das funktioniert, probiert was anderes aus. Man hat nicht mehr diese Lagermentalität, dass man also sagt, kurz nach der Erfindung der Postdramatik war es ja so, dass also dass das neue Höhere das Bessere war. Aber so ist es nun, dass die Postdramatik eigentlich wie so jede Avantgarde in das Mainstream abgesunken ist, kann man so sagen, nach so vielen Jahren. Aber die Mittel sind übrig. Und mit denen wird frei gearbeitet und da schert man sich in Dreck drum, ob das nun also jetzt tatsächlich dann Well-Made-Play ist oder ob man das durchmischt und also Mittel aus der Postdramatik in also jetzt den wohlgestalteten Abend einbaut. Also das macht jeder, wie er will. Man riet jetzt also sich nicht nach Genre oder nach Moden oder nach Trends, sondern also widmet sich dem je einzelnen Stück, was wirklich anders geworden ist. Man ist zu Teilen vorsichtiger geworden, also überlegt, ob man nicht dann doch nebenher
Also so ein vorauseilendes Sensitive Reading, also ob man nicht dann doch falsch formuliert oder sexistisch wird oder rassistisch, das überlegt man sich schon vorher sehr, sehr wohl und probiert darum. Also ich würde gerne erstmal bei der Form bleiben und selbst auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier Boomerinnen-Thesen oder von mir gebe, würde ich trotzdem gerne mal probieren, tatsächlich nochmal die Postdramatik doch abzugrenzen von den Erzählformen, die jetzt vielleicht nach ihr entstehen. Also, weil ich finde schon, ich bin ja seit einigen Jahren in der Jury für den Mülheimer Dramatikpreis und also in der Auswahljury sehe also auch sehr, sehr viel, lese sehr viel und ich stelle schon fest, und zwar ist das sehr konkret dann auch als Zuschauererfahrung, dass die Textfläche, die doch sehr dominant war, also keine Figuren, nur Sprechhaltungen, kein Plot, also wirklich so ein Sendetheater tatsächlich, dass sich das eben dann doch verändert hat. Und zwar sehe ich konkret drei Trends eigentlich oder drei Veränderungen. Die haben, du hattest Sarah Kilter genannt, die war letztes Jahr bei den Autorentheatertagen sozusagen urgelesen worden, ist dieses Jahr eingeladen nach Mülheim. Und bei ihr sehe ich zum Beispiel sowas, was sich ausweiten ließe, meiner Meinung nach, auch auf andere Autorinnen und Autoren. Und zwar, dass da wieder eine Figur sich sehr deutlich als ich einschreibt. Und zwar als ich, nicht nur mit einer als Sprechhaltung, sondern tatsächlich ein subjektives Ich, was so eine Doppelperspektive hat. Also es ist ein migrantisches Ich, beziehungsweise ein Ich, ein Berliner Ich mit väterlicherseits algerischen Wurzeln. Und dieses Ich reflektiert die deutsche Mehrheitsgesellschaft aus dieser Perspektive. Und das eben nicht als Textfläche, sondern wirklich sehr konkret ich-sagend. Also das finde ich was man zum Beispiel, klar, eigentlich muss man differenzieren, aber wirklich, wenn man mal so nur 50 Minuten Zeit hat, würde ich sagen, ähnliche Perspektiven sehe ich auch bei Sivan Ben-Yishai, die sich als Autorinnen ich einschreibt in Wounds Are Forever vom Nationaltheater Mannheim. Und ich sehe das bei Akin Emanuel Schiphol, der heute eben leider nicht hier ist, der über so eine, also Vier-Generationen-Geschichte, türkisch-deutsche Familiengeschichte erzählt und sich da auch als ich einschreibt. Die zweite Sache, die ich sehe, ist, dass es wieder sehr viele Dialoge gibt und Dialoge durchaus auch in Plots, in richtige mit Spannungsbögen eingearbeitete Plots. Das sind häufig Themen, also sozialdramatische Themen, Klima, bei Svenja Viola Bungarten, die hast du genannt zum Beispiel, ein ganz klassischer Plot eigentlich, so eine Art Roadmovie. Das ist Garland. Dann Dorian Bruns hattest du genannt. Beach House war letztes Jahr oder vor zwei Jahren bei euch bei den Autorentheatertagen, Autorinnentheatertagen. Das ist eigentlich fast wieder so ein Drama, was mich an die britische Dramatik der 90er erinnert hat, Sozialdrama. Also das ist wirklich sehr, sehr weit entfernt von, finde ich, von der von postmodernen Schreibweisen. Auch wenn die natürlich einfließen, wenn dieses Ich, was sich einschreibt, vielleicht ein gebrochenes Ich ist, keine psychologische Figur, aber dennoch vielleicht am allerdeutlichsten, und das wäre dann sozusagen meine dritte Beobachtung, dass man sich wirklich auf Unterhaltungsformate wesentlich entspannter und ich würde fast mal die Vokabel wagen, affirmativer bezieht, als das zum Beispiel die Postdramatik gemacht hat. Ich denke da an Bon Park, Räuber der Herzen, der einfach sich sozusagen, also eine Überschreibung von Schillers Räubern, klar, und er bezieht sich dabei von der ganzen Plotstruktur her auf Ocean's 11. Und das macht er zum Beispiel auch auf eine andere Art, finde ich, als Polish, bei dem er ja gelernt hat. Also ich finde, die Postdramatik in ihrer klassischen Form hat sich ja eher auf Unterhaltungsformate wirklich in so einer distinktiven Weise bezogen. Also dass man irgendwie sozusagen sich schon oder die Kulinarik des Unterhaltungstheaters oder der Unterhaltungsformate schon sehr stark rausgestellt hat. Durch Ironie zum Beispiel. Und da sehe ich eine viel, viel größere Entspanntheit, letztlich auch formal
Original, Buhngarten mit ihrem Roadmovie zum Beispiel. Das wären so meine Beobachtungen, bloß damit man irgendwie jetzt nicht sagt, das ist alles so eigentlich so ganz entspannt und jeder bedient sich da, wo er gerade so denkt. Das ist schon irgendwie eine Wahrheit, aber ich finde wirklich, man kann das irgendwie konkretisieren. Du hast die Überschau, du fährst doch rum die ganze Zeit in deinem Beruf als Fachjournalistin. Siehst du also zwei Sachen? Ja, erstens also, wie das Stück also geschrieben ist, und zweitens, was dann daraus gemacht worden ist. Also das heißt, also der Zugriff, der ein postdramatischer, kann durchaus auch in der Arbeit für die Bühnenfassung entstehen. Es gibt also Stücke, die also fast wie ein Well-Made-Plate gearbeitet sind, dann aber zusammengefasst werden zu Chören oder sonst was. Also in der Realisation dann plötzlich postdramatisch werden. Gar nicht mal das Schlechteste, weil die Abendspannung hält trotzdem. Also das, was drunter gelegt wird, wird dann, indem man andere Geschlechterzuweisungen und sonst was macht, also dass man selbst da mit dem realen Theaterstück noch anders umgeht. Aber sonst kann ich das alles unterschreiben, was du sagst. Wenn dieser Bezug auch zu anderen Medien, sei es also zur Podcasterisierung oder sei es zu zum Stand-up oder zu, also jetzt zur Serie, der ist immer da und auch schon in Schreibprozessen. Es ist also nicht so, dass man also so Name-Dropping macht. Bei der Postdramatik war das, als es angefangen hat, so, dass man Referenzen suchte bei Kollegen. Das ist so wie Polish oder das ist so wie bei Schleif oder sowas. Also so verglich man dann, um es zu erklären, also nicht inhaltlich eigentlich, sondern formal. Also so ist die Bauart dann, wurde beschrieben, und heute bezieht man sich auf Serien. Oder auf also mediale Produkte, um also dem anderen klarzumachen, also zu umschreiben, wo man hin will oder welche ästhetischen Richtungen man einschlagen will. Also schon in der Produktion ist das so zu sehen, dass man also wirklich anderes aufnimmt und damit arbeitet. Ich würde zu allen drei Sachen gerne was sagen, zu allen drei Punkten, weil ich es die These teile. Ich stotter immer so ein bisschen rum, weil wir uns eigentlich siezen, uns aber verabredet haben, uns auf dem Panel zu duzen, weil andersrum ist es eigentlich, normal ist es immer andersrum, diesmal wird es so, deshalb stunde ich so. Also Sie, aber Frau Wahl, folgendes. Etwas hin und her switchen ist auch okay. Voll, ja, wir switchen, okay, lustig. Genau, also weil du gesagt hast, autobiografisches Schreiben war das erste, ne, so ein erster Trend. Das zweite war dialogisches Schreiben und das dritte so dieser Punkt diese Hinführung zu Komödie oder Unterhaltung und so. Ich würde das also genau so sehen wie du, auch so. Ich glaube auch, dass das so ablesbar ist. Vielleicht wäre es interessant, mal zu fragen, warum das so ist, wo diese Trends herkommen, weil ich schon glaube, dass das mit postdramatischem Schreiben was zu tun hat, ne? Weil, also grundsätzlich bin ich voll der Meinung, dass es so, die Welt ist bunter geworden, man bedient sich da, wo man eben so kann, aber ich glaube nicht so sehr, dass es beliebig ist, weil ich glaube schon, dass die Postdramatik Fragen aufgeworfen haben, die nicht verschwunden sind. Fragen aufgeworfen hat, die nicht verschwunden sind. Ne? Du hattest auch schon gesagt, man ist so bewusster mit dem Schreiben. Was schreibt man wozu ist man auskunftsfähig? So, ne? Und das ist schon natürlich eine große Leistung der Postdramatik, dass sie so die Fragen der Repräsentation, wofür kann ich sprechen, einfach hinterfragt hat. Das betrifft Autorinschaft, betrifft aber natürlich genauso auch die Schauspielerinnen, den Schauspieler, die Regisseurinnen, Regisseur. Theater ist zu einem Medium geworden, was sich eben sehr viel bewusster hinterfragt, die Bedingungen der eigenen Existenz sehr viel bewusster hinterfragt. Und ich glaube, dass man auch jetzt, was das neue Schreiben angeht, dahinter wird man nicht mehr zurückkommen. Das reine, also well-made play, also wenn man so sagt, dass figurenbasierte mimetisch zu spielendes Stück oder so, ist immer noch in diesem Feld für mich eine wohltuende Ausnahme. So. Ich finde, ich lese das selten. Wenn ich lese, freue ich mich, weil das ist das Besondere. Also ein Stück wie von Dorian oder von Patty Kim Hamilton, die aber auch ganz klar sozusagen aus einer amerikanischen Erzähltradition heraus schreibt. Und so, das ist immer noch die Ausnahme. Und alle anderen Stücke versuchen schon, diesen Aspekt, also diese Frage, die Postdramatik aufgeworfen hat, worüber können wir überhaupt erzählen oder was ist meine Erzählposition, immer zu involvieren in das Schreiben. Wenn man autobiografisch schreibt, du hast gesagt, Akin oder Sivan oder Sarah Kilder oder scheinbar autobiografisch, dann stellt sich die Frage nicht so sehr, weil man über sich selbst, natürlich ist man auskunftsfähig oder so, oder man macht sich dort nicht so sehr angreifbar. Wenn das nicht der Fall ist,
stellt sich diese Frage und lässt sich nicht mehr ausblenden. Und ich deshalb glaube ich, Dialog ja, Figuren zum Beispiel, finde ich, da geht es nicht ungebrochen hin zurück. Zum Dialog ja, zur Figur nicht. Also ich lese zum Beispiel viele Stücke, in denen, also Nele Stuhler schreibt eine Gaia-Trilogie für das deutsche Theater oder Karin Jess schreibt mit Buckpink ein Stück, in dem nur Vögel sprechen, von vorne bis hinten. Es kommen zwar Menschen vor, die werden aber immer nur so beobachtet. Die Taube sitzt so auf dem Dach und guckt so dem Campingplatz Wärter da so zu. Oder wobei sie uns alle sehr an menschliche Türme erinnern. Vollkommen, sie erinnern uns an menschliche. Aber oder Emre Akal hat ein Stück geschrieben, Wood Wide Web, in dem nur Bäume sprechen, Pflanzen in Kübeln, Pflanzen in Bäumen, die rhizomartig miteinander kommunizieren und so. Und das sind, glaube ich, oder Milena Michalek hat jetzt am Kosmos Theater in Wien eine wunderbare Arbeit gemacht über die Koralle und die Korallen und all das. Und ich glaube, das sind Trends, die zum Beispiel darauf referieren, ne? Also auf diese Frage, für wen bin ich überhaupt noch auskunftsfähig und so. Und deshalb ist es schon sozusagen ist das eine Erkenntnis der Postdramatik, die sich in diesem neuen Schreiben bahnbricht. Ich würde gerne nochmal, du hattest am Anfang die sehr interessante Frage aufgeworfen, wo das herkommt. Das hast ja gesagt, die Postdramatik hat sozusagen, hinter die kann man nicht zurück und sie hat auch Spuren gelegt, Stichwort Repräsentation, wer spricht für wen und so weiter, hinter die man auch nicht zurückkommt. Aber du hast ja auch gesagt, das ist eigentlich sehr interessant und man müsste fragen, wo das herkommt. Warum hat sich das verändert? Also warum gibt es jetzt wieder sowas wie Figuren, warum gibt es wieder dialogisches Schreiben, warum bezieht man sich wieder auf Unterhaltungsformate, was denkt ihr, womit das zu tun hat? Hat das auch was damit zu tun, zum Beispiel ganz banal, dass wir jetzt alle 3 Jahre zu Hause saßen und Netflix geguckt haben, oder ist das zu einfach? Ich glaube, es ist zurückgekehrt einfach an das Arsenal der Mittel, die man hat. Also vorher war es so, dass man natürlich auch gerade das war, als die Avantgarde-Postdramatik da in den 1990er irgendwann begann, war das so, dass man sich so abgrenzen wollte. Ne? Dass man also jetzt, also es galt nur noch das postdramatische Schreiben erstmal für eine ganze Weile. Und man hat das Mittel wieder reingeholt, dass es auch was Dialogisches gibt, was Zwischenzeitliches gibt, was mehr ist, was mehr leistet als die je einzelne Sprecherhaltung und man also neue Räume, auch Bedeutungsräume dazwischen entwickelt. Dazu kommt noch, dass also die Dramatik sich selber, also damals hat gerade diese harte Abgrenzung, die Postdramatik vorgenommen hat, also Franz Wille mal persifliert, was kann denn die Dramatik dafür, dass Rolf Hochhuth schlechte Stücke schreibt? Das war, also das ging also... Franz Wille, der Chefredakteur von Theater heute. Genau. Es ging also jetzt im Wesentlichen darum, dass man sich natürlich einen Pappkameraden schnell bauen kann, indem man schlechte Dramatik hernimmt und sagt, so ist das. Und das wäre Sozialrealismus, das ist also Kitsch und gehört weg. Und es ist also auch so ein Appropriation, dass man also jetzt für andere spricht, was man gar nicht weiß, was man gar nicht sprechen könnte, so. Und dann kommen wir also auf so eine Dramatik, die also jetzt kaum noch was bezeichnet, sondern eigentlich irgendein Konstrukt daherstellt. Die Postdramatik hat sehr wohl, dann, das sind die Themen, die auch bis heute geblieben sind, was ist das Erzählen, was ist diese Kausalität, ist es eine Kausalitätsillusion, gibt es das, was kann Sprache überhaupt greifen, welche Möglichkeit gibt das und wer redet da? Das sind also Dinge, die heute sich da entwickelt haben und auch in die Dramatik dann zurückgekehrt sind, wenn man überlegt, tatsächlich, wenn es gibt nicht mehr diese platte Entgegensetzung von Gut-Böse, dieses Binäre gibt es so nicht mehr in den Blockbustern. Wenn man also jetzt sieht, dass also Batman ja eigentlich dann also in System verteidigt, ein neoliberales System verteidigt, während der Joker derjenige ist, der gelitten hat darunter und den Batman nun angreift und die Bigotterie bürgerlichen Seins also an ihm kritisiert. Also wer ist ihn zu der Böse? Ne? Es gibt nicht mehr dieses Gut-Böse-Ding, das Erste. Und wenn der eine Anteile von Guten oder Bösen hat und der andere auch, so wird das also nicht mehr binär, sondern fast Fassi-Logik, also welche Möglichkeiten dann da entstehen. Das Zweite ist also, dass der klassische Konflikt so nicht mehr da ist, sondern dass wir also sowas haben wie also einen Konflikt, einen dramatischen Konflikt, der da heißt, dass also zwei positive Werte in der Hauptfigur kollidieren.
also zwei positive Werte. Jeder kennt das aus dem normalen Leben, jede Normalbeziehung, Liebesbeziehung ist so, wie viel behalte ich bei mir, wie viel gebe ich dem Partner. Wenn mein Kind also auf einer bestimmten Alter aus das Haus verlassen will, will ich es beschützen und bei mir behalten, ne? Und nicht also jetzt gehen lassen. Also das sind zwei positive Werte, die miteinander kollidieren und eine Zerrissenheit darstellen. Das hört sich jetzt nach Vortrag an, aber das Ende der Dramatik war immer eine Message. Also irgend so eine einfache Botschaft im Happy End gelöst oder sowas. Wenn es so ein Konflikt ist, der dann durchkämpft werden muss in dieser Dramatik, dann gibt es nicht dieses einfache Message-Ende, sondern man hat zum Schluss immer ein Bittersweet-Ende, also immer eine Tragödie, weil die andere eine Hälfte fehlt, weil eine Entscheidung getroffen ist und die andere Hälfte ist gut. Und das sind Dinge, die wieder nach Hause genommen werden können und die überlegt werden können vor dem Theater und wo man abgleichen kann, seine persönlichen Erfahrungen kann sagen, ja, das stimmt, das würde ich so nie machen, das ist unmöglich, das ist also Quatsch oder Konstruktion oder das würde ich genauso entscheiden. Und die Frau erfährt plötzlich vom Mann, wie er denkt und ruft den Scheidungsanwalt. Also das also, sind Entwicklungen dann, die also das Theater auslöst. Und das ist ja nur nicht das Schlechteste, dass also es zu Diskussionen anstößt. Und vielleicht ist es das, wollte ich sagen, was jetzt so eine kleine Renaissance des erzählenden Theaters, des Repräsentationstheaters, also was du da bemerkst. So. Aber wie gesagt, wir kennen es eigentlich schon seit 2003, die erste Folge Scrubs, nimmt Mittel, die wir für postdramatisch halten, einfach in der ganz normalen Folge. Also das heißt, da geht es dann Selbstreflexion, da geht es also zurück, Assoziationskreise, da gibt es moderierendes Sprechen, da sind Assoziationen bis runter ins Mittelalter, eine ganze Folge wird gesungen. Also alles Mögliche ist da schon in der Unterhaltungskultur da, wo wir denken, dass wir schon was ganz Großes geleistet haben und diese neuen Erfolge so bedienen, wie so eine Ratte so auf eine Taste drückend. Das ist jetzt breiter geworden, die Mittel, und werden auch so angewendet. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal, weil ihr das wirklich beide sehr interessant und aber auch sehr beharrlich wirklich sozusagen aus dem Schreiben heraus begründet. Wie ist es mit dem Publikum? Also ich lese immer wieder, ich glaube vorgestern im Tagesspiegel hat Rüdiger Schaper, der Theaterredakteur des Tagesspiegels, geschrieben, das Publikum würde das Erzähltheater vermissen. Wir kennen diesen Konflikt auch als das Feuilleton-Theater versus das Publikumstheater. Spielt denn sowas auch eine Rolle, Bernd? Ja, Publikum spielt eine Rolle, das muss eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist so, ich bin nicht so richtig sicher, ob das so stimmt. Also ich persönlich glaube nicht, dass Postdramatik eine Theaterform war, die nur gut war für Menschen, die angewandte Theaterwissenschaft studiert haben oder irgendwie so ein Nischenprodukt. Alles, was ich erfahren habe, spricht eigentlich dagegen. Ich sehe das nicht. Natürlich ist das Theater von René Polesch populäres Theater und war das immer und zählt zu den erfolgreichsten, auch ökonomisch erfolgreichsten Theaterformen der vergangenen 10, 20 Jahre, was weiß ich. Und so. Also ich sehe so diese Unterscheidung nicht so richtig, aber ich sehe schon eine gewisse Hinwendung zur Komödie oder so. Das war so, also man täuscht sich dann auch in seiner Erinnerung, aber ich glaube schon, dass das ist ja nicht so eine deutsche Stärke, ne? Die Komödie, oder historisch betrachtet war es nicht so eine deutsche Stärke. Und wenn man das sagt, gleichzeitig tut man auch vielen Leuten Unrecht, weil natürlich Philipp Löhle und Rebecca Kricheldorf und ganz viele Leute natürlich wahnsinnig tolle Komödien schreiben. Und Oliver Bukowski. Und Oliver Bukowski natürlich und viele andere auch. Und so, und trotzdem gibt es auch da, finde ich, schon eine Tendenz, also Bon Park hast du schon genannt, oder Nora Abdel-Maksud natürlich oder so, die sich tatsächlich auch in Referenz auf andere Theaterformen bei Nora oder auf andere Medialitäten bei Bon Park oder so, da ein neues Feld erobern, so in dem, wie sie das so tun. Nora so in enger Anlehnung richtig an das Volkstheater, auch an das Boulevardstück, aber sozusagen diskursiv mit einem immens hohen Anspruch. Und Bon Park eben ja, in Anlehnung an Blockbuster. Ich glaube, was ihnen nicht interessiert, sind die Blockbuster, sondern was ihnen interessiert, sind so, das sind natürlich das sind kollektive Erinnerungen, glaube ich, ne, die er da so aufruft. Also in Düsseldorf hat er einen Abend gemacht mit einer
in Referenz zu diesen Raumschiff Enterprise-Serien am Volkstheater in München, mit einer starken Referenz zu Harry Potter oder jetzt am Schauspielhaus Hamburg eben eine Überschreibung von Schillers Räuber unter Bespielung dieser Ocean's 11-Filme und all das. Und das, das nutzt er, dieses populäre Moment, was in diesen kollektiv erinnerten Filmen steckt, nutzt er, um daraus was Eigenes zu machen, was erstmal sehr heiter und bunt daherkommt und hinter dem aber, wie natürlich bei jeder guten Komödie, irrsinnige Abgründe schlummern. So. Mhm. Und da glaube ich schon, dass Unterhaltung, die Komödie, das populäre Moment am Theater machen, eine große Rolle spielt. Ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das eine Referenz ist, also dass das jetzt eine Reaktion ist auf Pandemie und pandemisch bedingten Publikumsschwund oder so. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass man einfach noch so davor steht und das die Linie noch gar nicht sieht. Das weiß ich wie nicht. Ja, vielleicht ist das, ich sehe es also so ähnlich, also weil ich versuche immer auch rauszufinden, warum es denn so einen leichten Trend gibt zu diesem also erzählenden Theater wieder, zu so einem, also vielleicht ist es so, dass wir mit der Postdramatik, wenn wir dann also für uns auf Bühnenformen bezogen haben, auf Ästhetiken und da weiterentwickelt haben, vielleicht sind das also dann Kontexte, die erklärt werden wollen. Kommen wir in die schöne Welt der Einführungsveranstaltung, ne? Also wo dann erklärt wird, warum das so oder so gemacht wird. Nun ist aber nicht, dass die Dramatik eine Theater von Blöden für Blöde, das ist, sondern es ist so, dass also jetzt diese Entscheidungen, die dort also jetzt vorgeführt werden, also jetzt wo Leute sich entscheiden, und wir haben ja gesagt, dass nicht bloß rein äußerlich ist, sondern also auch in Haltungen, die dann wirklich so ein Bittersweet, also so eine Verluste auch involvieren, dass also das übertragbar ist an persönliche Erfahrungshaushalte. Während wir im posttraumatischen Theater, vielleicht ist es das, also noch die dekodieren müssen. Also das es ist ziemlich schwer, also das dann raus. Das hat eine gewisse Apodiktik, also es wird so dahingestellt, wird gesagt, so ist es. Und ich muss auch also die Codes verstehen. Christian Rako hat also jetzt damals mal gesagt, dass das posttraumatische Theater so einen Zug hat, so ein Theater der kleinen Andeutungen zu sein. Dass man also hofft also auf die Vervollständigungskompetenz des Publikums. Also man reicht den kleinen Finger rein und hofft, dass das Publikum die ganze Hand draus macht. So, also wenn man also nicht genau weiß, dass also diese Wendung, die sogar lustig ist und rechts und links lachen alle, dass diese Wendung gerade von Lacan oder von Adorno kommt, dann ist man so ein bisschen, sitzt man hilflos da. Dann hat das Postdramatische so eine desintegrierende Funktion. Man sitzt da, das ist ja der Dumme hier. Ne? Also wenn man das nicht versteht. Und da vielleicht ist es so, dass also diese allzu verwinkelten Züge wie bei jeder also Hochkunst dann eine Interpretation brauchen und vielleicht eine Interpretationshilfe. Vielleicht, also ich weiß es nicht, jedenfalls, also dass es so eine Sehnsucht gibt, wieder was zu verstehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das denke ich auch, das meinte ich eben vorhin, dass ich so das Gefühl habe, dass diese jüngere Generation von Dramatikerinnen und Dramatikern, Bonn Park, Nora Abdel-Maksud, also alle, die wir schon genannt haben, eben genau nicht mehr sozusagen mit diesem unglaublichen Distinktionsschema arbeitet. Sie ist genauso wie du, das war halt immer ganz wichtig, dass man die Anspielungen erkannte und dass man sich eben auch distanzierte von Unterhaltungsformaten, und das scheint eben jetzt anders zu sein, also normaler zu sein. Ich würde ganz gerne noch auf ein spezielles Format kommen von dir, Oliver, und zwar, was sehr konkret die Medialität, die ja hier Thema unserer Veranstaltung ist, eigentlich sehr konkret und auch sehr mit mehreren Plot-Twists, würde man eigentlich fast sagen, zeigt. Und zwar hast du eine Serie geschrieben für den RBB, die heißt Warten auf den Bus, und das ist eigentlich so ein Beckett-Szenario, Warten auf Godot, zwei Männer im Brandenburgischen an der Bushaltestelle. Aus dieser Serie, aus dieser eigentlich sehr theatralen, von der Grundstruktur her Serie, ist dann wiederum auch ein Theaterstück geworden, und ich finde das ganz interessant. Vielleicht kannst du mal diese Genese erzählen.
Ja, eigentlich ging es erstmal um Geld, ne? Also so, der RBB hatte Kinds und so und was kostet am allerwenigsten. Aber tatsächlich ging es natürlich um naturalistisch fast, also um so eine Situation, die wir alle kennen. In meiner Jugend kannte ich das ja, dass also Leute dann ihre Lieblingsorte gesucht haben, wenn sie nicht mehr wüssten, wohin. Also ich kannte da immer jemanden, der da aus dem Fenster gehangen hat und hat so einen wuscheligen Hund mit blauer Zunge neben sich gehabt. Das war also sein Liebling. Und wenn die Bänder, wenn da die keine Kneipe kennen, keine Kirche ist und sowas und man also jetzt auch keinen Job mehr hat, dann hat man eben die Haltestelle als zuletzten Draht zur Welt und da sitzen die beiden und reden. Jetzt hatte man gedacht, wir brauchen einen Plot. So. Aber wenn man sieht, wie sie vielleicht also Podcasts verfolgen oder sonst was oder wie man im Gespräch zuhört und wie viele Themenwechsel innerhalb einer Minute da sind, 6, 7, 8 Themenwechsel und trotzdem will man dem zuhören und trotzdem also springt man von dort nach dort und das zog dann, also das heißt, also es hatte dann ihr, sein Publikum und es funktionierte, wo man eigentlich in so einer Form von domestizierten Zufälligkeit eigentlich dann also das vorangehen ließ. Nicht? Also es war nicht so, hat sich kommen nicht ereignet, es passiert nichts, außer dass irgendwann der Bus kommt. Aber ansonsten sitzen die und reden. So. Und das war also jetzt die Situation, die Backhatche sozusagen, die reizte und das ist eigentlich eine Theatrale, dass man so, und warum ist das möglich, dass die nur quatschen und man hört trotzdem zu? Das ist also wirklich erstaunlich, dass wir neben diesem Spektakulären, wo also ganz viel passiert und diesem Blockbuster, also jetzt Ästhetiken, tatsächlich wieder so eine Hinwendung zum Wort haben. Also man hört stundenlang Podcasts und sowas. Also vielleicht war es das, was die Serie so erfolgreich gemacht hat und so. Und natürlich ist es dann einfach, sie wieder zurückzuholen und für die Bühne zu bearbeiten. Da ist nicht viel zu tun, habe ich nicht gemacht. Haben die Dramaturgen dann zusammengestellt und war seitdem ausverkauft. Also das heißt also, offenbar hält es auch am Theater. So. Das war die Entstehung und die Situation ist minimalistisch und hielt eigentlich der Sache stand. So. Und Stichwort Podcast, wie gesagt, klassische Dialogstruktur, wie eben Warten auf den Bus auch. Und da finde ich eigentlich interessant, da könnte man ja schon von einer Rückkehr auch von sowas wie einem dramatischen Konflikt sprechen, oder? Also ich meine, gut, das sind jetzt nicht Figuren, die ständig antagonistisch sind, aber das ist ja schon eigentlich wieder sowas, was ihr vorhin beide mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, eher angezweifelt habt, oder? Also keiner hier muss Angst haben, dass wir zurückfallen in die 70er Jahre vor das Ding. Das wäre meine These. Die Dramatik nach der Postdramatik ist nicht die Dramatik vor der Postdramatik. Die Dramatik nach der Postdramatik ist eine Dramatik, die sich über ihren eigenen Entstehungsprozess und über ihre eigene Sprechposition, über all das, was wichtig geworden ist und was was der große Erfolg der Postdramatik war oder die große Erkenntnis, über all das ist diese Dramatik sich bewusst. Nur die Strategien sind andere. Sie sind lustiger, vielleicht sogar intelligenter. Sie sind weniger forsch, weil es keine Mauern mehr einzurennen gibt. Die Mauern liegen ja da jetzt schon, über die kann man jetzt steigen, leichten Fußes steigen. Das macht diese neue Dramatik irgendwie konsumierbarer und schöner zu lesen und bunter in ihrer Vielfalt und so. Aber es ist eine neue Dramatik und es ist nicht die alte, weil in jedem dieser Stücke eingeschrieben ist, die Selbstreflexion eingeschrieben. Also vielleicht noch ein Beispiel neben dem Autobiografenschreiben oder dem so zum Beispiel die Konjunktur der Regieanweisung. So, ich würde sagen, das ist ein Trend und das lässt sich auch erklären, weil Regieanweisung ist erstmal natürlich was so aus dem bürgerlichen Trauerspiel kommt und da steht, wer steht wo in der Ecke und wo steht welches Schränkchen und so. Das ist es aber natürlich nicht mehr jetzt bei Karen Jess, sondern das sind richtige Erzählerstimmen, die das, was dann dialogisch ausgeschrieben ist, die ganze Zeit mit reflektieren, ironisieren, selbst in Frage stellen, all das. Also es ist ein episches Moment, ein postdramatisches Moment in einem dialogischen Stück, was eben dazu dient, diese Bewusstwerdung der letzten 20 Jahre einzuschreiben in so einen Text, der erstmal, und wenn man die alle streichen würde, wäre das auch so, vielleicht als wie ein Well-Made-Play daherkommt. Das ist es aber nicht mehr und das kann es auch nicht mehr sein, weil diese Entwicklung
natürlich an den allen Autorinnen nicht spurlos vorbeigegangen ist, aber auch an den Theatermacherinnen nicht, an den Regisseuren. Du sagst, die Regisseure, die können gar nicht mehr Well-Made inszenieren oder wollen das nicht mehr. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, auch die sind natürlich durch diesen Prozess gegangen und hinter denen wird es nicht zurückgehen. Also deshalb, genau, keine Angst davor. Na, ich sowieso nicht. Hat jemand im Publikum Angst davor oder keine Angst davor? Oder vor allem auch keine Angst, eine Frage zu stellen? Offensichtlich, ja. Ja, und zwar frage ich mich, wie es ausschaut mit tatsächlich ist auch bezogen auf Netz, ob ihr da auch irgendwie Trends sehen könnt. Wird auch neue Bühnenräume mitgedacht beim Schreiben schon von Anfang an oder neue Medien? Also wie sehr sind da auch Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Kunstformen, also jetzt Stichwort Theater, Film, aber auch Theater, Performance, Theater, Podcast? Gibt es da schon im Schreibprozess Sachen, die zu beobachten sind oder Experimente, die sich lohnen würden anzuschauen? Erstaunlicherweise gar nicht so stark, wie ich es mal vermutet habe, dass also jetzt zum Beispiel eine kürzere Sprache, eine Twitter-Sprache hineinkommt oder dass wir also jetzt sowas haben, was wir im Film schon sehen, wo also jetzt also Momente von Instagram und sowas also gleichzeitig mitlaufen, während wir die Bilder sehen und sowas. Das hat man da nicht, erstaunlicherweise also noch nicht so viel, dass man damit arbeitet, so also mit den Projektionen. Ich finde es aber auch gar nicht so schlecht, weil ich immer noch ganz fossil denke, dass also jetzt gerade, wenn es so um mediale, auch computergesteuerte, auch Bühnenbilder oder Bearbeitung geht, dass dann sowas wie eine neue Distanz, wie so ein Screen erzeugt wird mit dieser Einsatz neuer Mittel und ein Alleinstellungsmerkmal des Theaters ist für mich immer noch diese körperliche Kopräsenz. Also Beispiel, wenn also bei Kindern, die noch nicht diese Erfahrung eigentlich haben, also diese Theatererfahrung haben, die sitzen da und wenn das also jetzt also opulent gearbeitet würde mit Projektionen, mit allen möglichen bunten Bühnenbild und Computereinspiel und Licht und Ton und sowas, alles passiert Folgendes. Sie ackern davon, die Schauspieler, und die fangen an, miteinander zu reden. Und dann passiert eine eigenartige Situation, dass dann plötzlich die unterbrechen, die Darstellerin, und sich von zur Bühnenrand begeben und sagen, hört mal, ihr hört uns, wir euch aber auch. Und völliges Entsetzen, dass dann plötzlich, also ach Gott, die sind ja echt. So, also das sind also jetzt plötzlich dieses Screen, also dass man damit arbeitet. Wir haben in der Schreibart, also was ich vermisse, ist so die neue Form des Manuskripts. Wie könnten die überhaupt aussehen? Warum ist die immer noch so eigenartig? Gibt es da was anderes? Oder wann kommen diese verkürzten, also auch eigenartigen Sprachformen dann im Theater vor? Ich sehe das wenig, aber ihr kennt euch da besser aus. Also. Siehst du denn? Ja, ich kann mich nur so rumdrücken ein bisschen um die Frage, aber das aus Unkenntnis. Also es gibt eine Menge Autorinnen, denen man sozusagen die ihre mediale Sozialisierung natürlich anmerkt, im Schreibprozess oder so. Also eine Autorin wie Enis Maci und ein Stück wie Mitwisser oder so, wenn man das liest, man spürt das natürlich, wo das herkommt, ne? Aus welcher Sozialisierung oder jetzt ein Stück habe erzählt von Emre Akkal, von diesem Stück Wood Wide Web, in dem die Bäume eben funken und so. Das ist total klar, dass das Referenzen sind auf das Netz und auf das, was die ergibt, aber das ist auch bei Jelinek und bei vielen anderen so. Schreiben fürs Netz, da finde ich so, müsste man jetzt in den Garten gehen mit Kerstin Grübmeier, die da drüben sitzt, weil die wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel mehr weiß darüber und ich, deshalb ist es, glaube ich, jetzt hier, verschwende ich hier die Zeit, die man dort besser nutzen kann. Weil ich gerade beim Heidelberger Stückemarkt ein neues Stück gehört habe bei der Lesung, wo zum Beispiel ständig SMS-Nachrichten, verschiedene andere Textsorten und so weiter mit einfließen in einen, und zwar Olm von Philipp Gärtner, was da vorgestellt wurde. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe schon mehr davon gelesen, mir fallen nur jetzt aktuell keine anderen Beispiele ein. Also ich glaube, das ist ziemlich viel eigentlich schon der Fall. Und beim Institut für Digitaldramatik, bitte Lena ansprechen, von Torra, gibt es auch Autorinnen, die ganz klar aus einer sehr großen Informiertheit den digitalen Medien gegenüber schreiben.
Also ich kenne die Studierenden, die wissen das auch klar. Sie sind also jetzt, das ist klar, aber das Verblüffende war immer, vielleicht ist es nur meine Truppe, die ich jetzt gerade da am Hals habe, die das nur gerade nicht machen. Vielleicht ist da das Bild das Falsche. Und es gibt also schon sowas weit mehr, als ich, da habt ihr besser die Übersicht, also ihr fahrt rum, du kriegst die ganzen Texte und lest das. Also da bin ich jetzt noch nicht ganz so firm. Schön wäre es, also damit zu arbeiten, mit dieser eigenartig spröden und kurzen Form oder auch sammelnden Form, fast diese Threads in Twitter, das ist also fast wie vortragsartig, dann also nur durchnummerierte Sachen gibt. Wo sind diese Formen und wenn sie uns so sehr beeinflussen, also 6-7 Stunden am Tag, dann muss es also irgendwann noch auf die Bühne. Und was man schon immer gehört hat, zum Beispiel von Verlagskolleginnen oder Kollegen, so im ersten Lockdown gab es ja so ein paar Monate, in dem so alle Theater sich panisch dazu aufgerufen fühlten, irgendwie Content zu produzieren in ihrer eigenen Trauer über den Stillstand, aber auch in ihrem Gefühl, sich jetzt anders rechtfertigen zu müssen und so eine merkwürdig panische Phase. Da gab es solche Phasen, in denen wir dann so Verlagskolleginnen erzählt haben, ich kriege jeden Tag Anfragen, so nach serientauglichen 20 Minütern und so ein Kram, und die waren dann einfach nicht da, die waren dann nicht vorhanden in der Masse. Also natürlich gibt es da so Wechselwirkungen und einen Lernprozess. Gibt es noch andere Fragen? Danke, ja. Am Theater sind ja Romanadaptionen und Stückentwicklungen schon sehr lange Trend und glaube ich auch noch, wird auch noch eine ganze Weile so sein. Ich habe letztens in München, als ich das Vermächtnis von Matthew Lopez gesehen habe, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, es fühlt sich an wie eine Romanadaption mit vielen Erzählpassagen, aufgeteilt auf verschiedene Figuren, die immer wieder, also Spieler, die immer wieder in Figuren reingehen, wieder rausgehen, das Ganze kommentieren, obwohl es ja ein Text war, der wirklich als Drama für das Theater geschrieben wurde. Und da würde mich interessieren, seht ihr da einen Einfluss von Romanadaptionen, Stückentwicklungen als Theaterform auch auf das Schreiben? Ist das was, wozu sich junge Schreibende verhalten oder müssen vielleicht, von dem sie sich auch abgrenzen wollen oder das aufgreifen? Oder habt ihr das Gefühl, dass das existiert eher nebenher mit der aktuellen Dramatik? Vielleicht ist genau das sind die Textflächen, wovon du vielleicht vorhin auch gesprochen hast. Also wenn so viele, viele monologisierende Stücke, Teile da drin sind, wo man denkt, aha, das sind eigentlich früher, bevor es die Postdramatik gab, hätte man zurückgewiesen, hätte gesagt, das ist doch nicht dramatisch, nochmal von vorn. Jetzt ist es also so, dass man tatsächlich sowas, also so ziemlich alles, jede Tagebuchseite also jetzt dramatisieren kann. Das ist also klar, man kann es also jetzt hinstellen und kann daraus was. Schleef hat damals zu Jelinek gesagt, was redet sie denn von Textflächen? Ich mache daraus Figuren, Chöre, sonst was. Also das heißt, und genauso kann er natürlich auch also Jossi Wieler in 100 Seiten Jelinek nehmen und macht daraus Positionen, die körperlich verschieden sind und sowas und so. Wenn es dann so ist, dass es statisch wird und dann der Text aufgesagt wird, dann ist es das ein Phänomen, wovon ich vorhin geredet habe, wo die Postdramatik so ein bisschen in den Mainstream absinkt. Also ich habe fast immer auf diesen Bühnen dieses also berichtende, moderierende und sonst was, also erzählende Reden. Und dagegen wehrt sich also jetzt nun die jüngere Generation, dass man also nicht so einfach den sperrigen Text dorthin legt, sondern also tatsächlich dann da versucht, schon dialogisch zu werden. Andernfalls ist es so, dass natürlich junge Regisseurinnen genauso dazugreifen und dann also sowieso daraus was machen und eine Abendspannung erzeugen. Das heißt, diese Bleiwüsten sozusagen auseinanderschlagen. Also das kommt so vor. Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer noch eine unglaubliche Produktion von diesen Textflächen haben. Also das finde ich also immer wieder noch. Also. Wir haben, gibt es noch andere Fragen? Wir haben noch
5 Minuten Zeit, die würde ich gerne noch nutzen, weil ja die Zeit hier so knapp ist. ich glaube, also wenn ich dich richtig verstanden habe, Bernd, hast du vorhin auch gesagt, dass die Rückkehr zur Figur auch deshalb schwierig ist, wegen des ganzen repräsentationskritischen Diskurses. Also dass man einfach viel vorsichtiger ist zu sagen, ich entwerfe jetzt sozusagen aus so einer allmächtigen AutorInnenposition heraus eine Figur. Würdest du das auch sagen, Oliver? Weil du schreibst ja eigentlich, also ich würde jetzt sagen, korrigiere mich gern, wenn du es anders bezeichnen würdest, aber ich würde sagen, du schreibst klassische Figuren. Ja, manchmal so, manchmal so. Also ich leiste mir dass ich mich nicht selber langweile und gucke, also was da ist. Und bediene mich einfach auch wirklich bei der Postdramatik und bin sehr dankbar, dass es diese Mittel gibt. Also es ist schon postdramatisch, wenn man also jetzt Gerda Poschmann sieht, wenn man eine Rückblende macht, weil also jetzt in dem also jetzt nach vorn gebauten Verlauf ähnlich, also Vermeer Place eine Rückblende nicht möglich ist, auch nicht eine Blende nach vorn. Also so schnell entsteht schon Postdramatik. Ne? Also so tatsächlich, was war die Frage? Die Frage war, ob das aus repräsentationskritischen Gründen schwierig ist, eine Figur zu entwerfen. Ja, da ist so, dass man also sagt, jetzt halt das Maul, du hast nicht über Frauen zu reden oder sowas. Also das, sowas kam schon vor, dass also jetzt das abgesprochen wird, ob denn also meine Erfahrungskompetenzen dazu ausreichen würde, eine Frauenfigur zu schreiben. Die Diskussion hat man, haben wir. Ja. Also da wird immer wieder gesagt, wie kannst du das wissen? Also was soll das? Also was bildest du dir ein? So, also natürlich ist der Schutz des Subjektiven zu sagen, ich denke eben so. Ne? Also wenn man in Ich-Theater da schreibt, also dann immer noch günstiger, das ist also die subjektive, die hypersubjektive Perspektive. Und bei allem anderen wird das also tatsächlich durchdacht und verhandelt. Und da hat man ja aber auch Kolleginnen oder andere, die dann korrigierend eingreifen können. Also man ist da nicht ganz allein in diesen Prozessen. Sondern man lässt sich sagen, ja, das stimmt nicht, das also deckt meinen Erfahrungshorizont, das kann man so stehen lassen. Also insofern bin ich da nicht alleine, sondern also auch im Produktionsprozess greifen schon Leute ein. Und wie ist das bei deinen Studierenden? Also machen die sich, also wie wird das weitergehen sozusagen mit der Figur? Ja, es ist so, dass gefragt wird bei so vielen Sachen, es wird auch so, gendern wir jetzt auf der Bühne? Oder, also es ist auch zum Beispiel eine Frage, wo gesagt, was ist, wenn wir jetzt gerade so reden, dringt dann nicht, wenn ich etwas anderes verhandelt, wenn jemand plötzlich dann noch ungewohnt dort gendert, ist es so, dass er rausfällt, passt das also zu der Anlage der Figur, dieses Gendern, ist es vielleicht doch ein sozialer anderer Hintergrund, wo das ungewöhnlich wäre, dringt dann plötzlich die politisch richtige Haltung nach vorn und der Gegenstand nach hinten, also das heißt, also das sind so Fragen, die tatsächlich bedacht werden immer wieder, dass, man kämpft wirklich darum, also was ist darstellbar. Ich habe eingangs gesagt, dass man vorsichtiger geworden ist. Das meinte ich damit, vielleicht ist das falsche Wort, vielleicht ist man einfach bedachter. Dass man also gesagt, ist das so? Und so, also da nochmal nachfragt und nochmal nachfragt und dann in den Entwurf wagt. Mhm. So. Gut, ich glaube, wenn es jetzt noch eine Frage gäbe, dann hätten wir, glaube ich, noch 2 Minuten ansonsten. Eine Frage? Ja, dann sind die Fragen in der Pause zu stellen. Gut, dann, dann vielen Dank für die Diskussion und eine schöne Mittagspause. Vielen Dank. Genau.